Was ist denn jetzt eigentlich los? Was sagen die Sterne dazu, dass wir diese Überflutungen haben? All das viele Wasser und den vielen Regen. Und das trotz der tollen Aspekte und der vielen Planeten, die jetzt in den Zwillingen stehen. Allen voran Jupiter in den Zwillingen. Also im Luftzeichen. Wie ist denn jetzt hier das Element Wasser vertreten? Das schauen wir uns jetzt auch am Beispiel des Neumonds an. Da kann ich euch zeigen, welche Konstellation für diese Wasser- und Seelenflut verantwortlich ist. Nämlich diese hier, das ist Neptun auf 29 Grad 45 in den Fischen. Zusätzlich spielt da auch Lilith mit rein, aber es hat vor allem was mit Neptun auf diesem kritischen 29. Grad zu tun. Das ist der letzte Grad jedes Sternzeichens, kurz vor der Schwelle ins nächste Zeichen. Und das gilt als der Grad, wo der Planet nochmal eine besondere Kraft entwickelt. Also das ist jetzt so, als wollte Neptun sagen, ich muss jetzt alles, was ich in meiner Zeit in den Fischen noch nicht geschafft habe, jetzt noch erledigen. Das ist jetzt meine letzte Chance. Und dabei muss man bedenken, dass Neptun jetzt schon seit 14 Jahren in den Fischen steht. Und jetzt muss er eben alles, was liegen geblieben ist, noch erledigen. Und dadurch wirkt Neptun in diesen 29 Grad besonders stark und krass. Das heißt, durch Wasserfluten und durch Seelenfluten, die er uns jetzt bringt. Vielleicht um etwas auszuschwemmen, wovon wir jetzt loslassen müssen. Dazu kommt, dass Neptun in diesem Grad auch noch rückläufig wird, und zwar am 2. Juli. Er steht jetzt bis dahin die ganze Zeit an dieser Stelle, sogar insgesamt bis zum 3. September. Neptun herrscht in den Fischen und die Fische sind ein Wasserzeichen. Und deswegen regnet es in manchen Teilen der Welt deutlich mehr als sonst. Hoffentlich nicht die ganze Zeit. Jetzt, denn darunter würde ja die Fußball-EM sehr leiden. Oh je, nicht, dass das nochmal so ein Regensommer wird, wie wir die früher immer hatten. Ich habe da mal mit Großmeister Ray Merriman drüber gesprochen, wie er das sieht. Denn der ist ja nicht nur ein fabelhafter Finanzastrologe, sondern überhaupt ein großartiger Astrologe. Also, er meint, die gleichzeitigen starken Kräfte mit Jupiter in den Zwillingen und Saturn in den Fischen sprechen dafür, dass es nicht die ganze Zeit durchregnet, sondern dass es einige abrupte Wechsel geben wird. Also auch immer wieder schöne Tage, so zwischendurch, aber wohl kein verlässliches, dauerhaftes Sommerhoch. Gleichzeitig steht Neptun auch für unsere Seele, für Spiritualität und Empathie. Und auch damit gibt es zurzeit viele Probleme. Habt ihr das auch beobachtet, dass Menschen überempfindlich sind und schneller Tränen fließen als sonst? Oder es kommt zu Missverständnissen, weil man vor sich hin träumt und nicht richtig zuhört? Andererseits spüren wahrscheinlich diejenigen, die spirituell arbeiten, jetzt eine besonders starke Empfänglichkeit für die Energien und Botschaften aus der geistigen Welt. Und in Kombination mit der Zwillinge-Power vom Neumond könnte das auch heißen, dass so mancher jetzt verstärkt telepathische Fähigkeiten entwickelt oder viel deutlicher als sonst mitkriegt, was in Herzensmenschen so vor sich geht. Dazu kommt noch die Opposition zu Lilith, die auch bis Anfang Juli anhält. Lilith ist ja unsere innere Schamanin und insofern könnte sie auch zu dieser starken spirituellen und schamanischen Kraft, die in der Luft liegt, beitragen. Gleichzeitig steht Lilith auch für die wilden Kräfte der Natur. Das heißt, überall, wo wegen Flurbereinigung und Eingriffen in die Landschaft das ganze Wasser nicht richtig abfließen kann, werden wir jetzt wieder verstärkt Probleme bekommen, die uns daran erinnern, dass wir mehr Rücksicht auf die Natur nehmen müssen. Ja, soweit meine Gedanken zu diesen Überflutungskonstellationen. Da sollten wir darauf eingestellt sein. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass es eine kosmische Ursache dafür gibt. Und ich finde immer, da kann man dann besser mit leben. Sozusagen, okay, das ist jetzt eine Phase, die ist ein bisschen schwierig und extrem, aber die wird auch wieder vorbeigehen.